Hallo ihr Lieben, ich sitze hier vor so einer Schüssel mit ein paar leeren Tüten und Döschen und Fläschchen und auch mit ein paar Artikeln, die natürlich nicht aufgebraucht sind, die ich aber nicht mag. Und ihr mögt ja diese Aufgebraucht-Videos ganz besonders gerne. Und es ist auch spannend, ne, so zu erfahren. Mache ich auch gerne, ich schaue mir die auch gerne an, so an, also Videos von anderen YouTubern, was die so verbraucht haben. Ich wundere mich noch mal, wie schnell das geht. Also gut, jetzt bin ich natürlich auch kein 5-Personen-Haushalt mehr, wie vor ein paar Jahren. Ich verbrauche jetzt nicht so viel. Aber generell ist es schon erstaunlich, was so aufgebraucht wird. Ne? Mal sehen, was wir für eine Wegwerfgesellschaft sind. Gut, aber bevor ich jetzt die Sachen wegschmeiße, zeige ich euch zum Beispiel Lindt. Ich möchte mich eigentlich nicht mit Esswaren hierher setzen, also mit solchen leeren Schachteln. Aber bei Schokolade ist es was anderes. Also Lindt ist für mich das Nonplusultra. Wenn Schokolade, dann Lindt. Und zu Ostern gibt es ja wahnsinnig viele Ostereier. Also ich liebe zum Beispiel diese Eierlikör-Eier, die habe ich schon, da habe ich jetzt nicht mehr die Packung. Aber diese Macaron-Eier. Und das ist, da gibt es Pistazie, Schokolade, Zitrone und das ist Erdbeer. Ich sag's euch, es ist zum Niederknien. Also diese Schokolade mit einem Espresso, so ein Schokoladeneichen. Das ist einfach mega. Ich liebe diese Schokolade, also besonders diese Eier. Was hatten wir noch? Dann haben wir noch hier, ja, das ist auch, das ist von Lindt, das sind solche, na, Himbeere und Granberry in dunkler Schokolade. Das sind so kleine Kügelchen. Ich habe die im Auto verputzt, beim Autofahren. Nervennahrung. Sehr lecker. Ich habe mal eingeredet, das sind ja Vitamine, Granberries. Und dann von Hello. Da habe ich jetzt auch nicht mehr alles. Ne? Da habe ich auch schon mehrere Tütchen von Hello. Das sind Cookie Snack. So kleine. Das sind so kleine Cookie Snacks mit Schokolade umhüllt. Und das sind Brezeln. Also so Salzbrezeln mit Schokolade umhüllt. Aber alles in so Kugelform. Also das Ding ist, also ich bin so verfressen, also wenn so eine Tüte auf ist, muss die alle gemacht werden. Ich kann die nicht wieder zumachen. Das ist mit Chips genauso. Ich weiß nicht, ob ihr auch so völlig, ich bin ja völlig haltlos, ja. Okay, so, das war jetzt Schoki. Weiterhin aufgebraucht, besonders bei der Reise, jede Reinigungstücher von Balea. Besonders wenn man jetzt unterwegs ist, Autobahn und so weiter, tanken und Türen anfasst, also irgendwelche Toilettentüren. Also denkt daran bitte, immer auf Klinken, auf Einkaufswagen lauern die meisten Viren und Bakterien und da sitzen die auch fest und da bleiben die auch eine Weile. Ne? Also wenn sich einer nicht die Hände gewaschen. Also es ist, ne, man darf nicht drüber nachdenken. Man muss jetzt auch nicht dieser Grotanenfrau oder Mann werden, aber so ein bisschen Hygienetücher, weil man fasst sich ans Gesicht. Oder wenn man jetzt zum Beispiel auf der Autobahn, ne, war, an so einer Toilette, ja, und dann musst du ja wohl oder übel was anfassen, auch wenn man vielleicht ein Tuch nimmt. Wenn du das nicht, wenn du nicht die Finger danach, die ist nicht unbedingt desinfizieren und wenigstens abwischen. Du hast ja dann den Mist am Lenkrad, ne? Und dann verteilt sich das immer weiter. Okay, ihr wisst, was ich meine. Also Hygienetücher sind immer in der Handtasche. So, noch so ein Balea-Ding. Also das fange ich schon an zu stottern. Das könnte wirklich. Also ich würde sagen, kann man in der Pfeife rauchen, muss ich jetzt echt mal sagen. Diese Balea Vital Tuchmaske reduziert Faltentiefe. Mhm. Sofort-Effekt mit Arganöl, Provitamin, Hyaluronsäure, reife Haut. Also ich habe gedacht, ich habe sie in Berlin probiert, habe extra die Tüte mitgenommen, weil ich gedacht, das muss ich euch erzählen. Weil die war jetzt auch nicht teuer, 65, unter einem Euro. Gut, da kann man vielleicht auch nicht so viel erwarten, obwohl, wenn so eine, obwohl, für einen Euro kann man schon eine gescheite Maske verlangen. Ist ja nur eine einmalige Anwendung. Wenn ich mir jetzt so eine Tube für 20, 30 Euro kaufe, habe ich ja viele, viele Anwendungen. Also eigentlich auch nichts auf die Haut geben. Es war so ein feucht-nass-Effekt, das war es aber auch. Also nichts da reduziert Faltentiefe, Frische und braucht man nicht. Aber dieses Produkt hier, das ist ein absolutes Top-Produkt von Balea. Das ist so ein Creamy Karamell, so ein Conditioner. Sieht so aus. Ist immer was drin. Mehrmalige Anwendung. Ich hatte den ja von La Biosthetik und da kostet der so um die 40 Euro und der kostet knapp 4 Euro.
ist ein schönes Produkt. Also wer jetzt so blonde Haare hat, also wie ich so, und wenn dann die Spitzen so heller werden, ich gebe mir das ins Handtuch, trockene Haar. So, ne? Schüttel das hier, gebe mir das auf die Handflächen und knete mir das so in die Haare ein und lasse das so 10 Minuten drauf und dann spüle ich das aus. Und die Haare werden auch schön weich danach. Also das ist ja wie gesagt ein Creamy Color Conditioner. Und gibt es auch in anderen Farben. Also das ist ein absolutes Top, Top, Top Produkt. Kann ich nur empfehlen. Also, ne, Balea macht auch schöne Sachen, aber manchmal sind eben Sachen dabei, wo man denkt, naja, muss nicht unbedingt sein. So, das ist jetzt alle. Lenoir Frische Schutz. Ab und zu nehme ich ein Beispiel, obwohl ich nehme relativ wenig Chemie und so. Chemie, naja, also ein Beispiel ist schon schön. Aber in diesem Biomarkt, irgendwie liegen die mir nicht so. Ich stehe auf Bioprodukte und kaufe viele Bioprodukte, aber diese Weichspüler, ich mag auch Lavendel, aber ich mag jetzt nicht, dass alles nach Lavendel riecht. Also Lenoir ist schon eine schöne Geschichte, der ist jetzt alle und ich muss mir da wieder mal einen neuen holen. Da gibt es ja auch sehr viele Duftrichtungen mittlerweile zu kaufen. Dann habe ich diese Sache gekauft hier von L'Vital, L'Oreal, dieses super Aufbauspülung und also für Dream Length, also für Längen, für längere Haare. Am Anfang dachte ich, ach ja, ist nicht schlecht, dann habe ich das auch vorgestellt. Und dann habe ich das die ganze Zeit, jetzt 2,5 Wochen benutzt und irgendwie war mein Ansatz, der war so platt. Ich habe eigentlich keinen fettigen Ansatz, aber mit diesen beiden Sachen schon. Also die sind jetzt, wie gesagt, 3/4 noch voll, aber die werde ich nicht weiter benutzen, weil meine Haare sind da so, kennt ihr das? Also ich habe keinen fettigen Ansatz normalerweise. Vielleicht ist das so viel Nährstoffe da drin, dass dann die Haare... Und ich habe auch nicht die Spülung hier oben hingegeben, ne? Ich habe das schon richtig gemacht und trotzdem waren die Haare so angeklatscht. Ist jetzt nicht unbedingt mehr so mein Fall. Dann, ebenso verhält es sich mit der Hydra Bomb. Das ist auch nicht unbedingt so. Wisst ihr, ich bin jetzt wieder zu meiner Bioästhetik zurückgekehrt. Das ist immer, man probiert es eben aus. Ne? Man denkt, ach na gut, kostet jetzt 3 Euro. Die kosten ja nicht mehr. Probierst du das mal aus. Wisst ihr, die Sache ist ja die, man wird ja auch verführt in der Werbung und auch in der Drogerie, wenn man da rumläuft vor diesen ganzen Haarpflegeprodukten. Und die Haare sind ja auch so, die führen ja so ein Eigenleben. Ne? Mal geht es mit der Haarwäsche, die man länger benutzt, gut und dann denkt man, oh nee, ich bräuchte jetzt mal eine neue. Und dann probiert man was aus. Da kann man Glück haben. Also ich bin da nicht so ein Glückskind. Also Hydra Bomb habe ich mir sehr viel von versprochen, weil man kennt ja auch diese Maske von Garnier, diese Hydra Bomb Masken und die sind super fürs Gesicht. Aber die ist jetzt eigentlich, also für meine Haare ist nichts. Ist eigentlich schade drum, weil der Geruch ist ganz toll. Gut, die Spülung ist jetzt nicht schlecht, aber die Haarwäsche, ich habe das Gefühl, meine Haare, die fliegen dann so, wie die fliegen, die sind so fluffig dann. Gut, halt den aufgebraucht von Dalton. Ihr wisst, ich habe ja jetzt seit November benutze ich ja Dalton und ihr habt ja auch schon viele haben ganz fleißig also bestellte benutzen die Sachen und schreiben mir auch, wie zufrieden und happy sie damit sind. Also Dalton, das war dieser mit Kamille, Kamillenextrakt unter anderem, dieser Augen-Make-up-Entferner, so ein Zwei-Phasen-Produkt. Man kann also mit diesem Zwei-Phasen-Produkt auch wasserfeste Wimpertusche mit entfernen und man hat also nicht diese geroten Kaninchenaugen, ne? Also hinterlässt kein gerötetes Augenlid oder generell die Augenpartie ist sehr, sehr schön gepflegt und auch die Wimpern sind gepflegt damit. Also ein tolles Produkt. Dann weiterhin ist jetzt auch diese Q10 Augencreme, bin ich ein bisschen traurig, die ist jetzt auch alle. Die habe ich jetzt, naja gut, 2 Monate benutzt. Da ist auch nicht so viel drin. Wie ist denn da drin? 15 Milliliter. Und ich habe das immer regelmäßig genommen, manchmal mehrmals am Tag. Also ist auch alle. Auch ein Top-Produkt. So, und diese beiden Sachen kennt ihr auch. Die sind jetzt nach 3,5 Monaten zur Neige gegangen. Das ist aus der Soul-Serie von Dalton einmal die harmonisierende Crememaske und die vitalisierende Creme. Mit Frangipani-Blüten und das ist einfach eine Serie oder eine Linie, eine Gesichtslinie für mit Anti-Aging-Effekt für die reifere Haut
Und man sagt ja auch Soul Seelenschmeichler aufgrund ihres sehr charmanten Duftes. Und ich weiß jetzt nicht, meine Haut hat sie super vertragen, wie ich aussehen würde, wenn ich sie nicht genommen hätte. Also ich habe die Creme habe ich am Tag genommen und diese Maske habe ich in der Nacht genommen. Und wie gesagt, 3 Monate, etwas über 3 Monate. Und ich habe die großzügig aufgetragen. Kostet um die 60 Euro, aber es hat sich gelohnt, wenn man das jetzt zurückrechnet, 3 Monate, gut. Und auch ist jetzt alle, das sind diese, da habe ich nur noch den Karton, das ist dieses Enzympeeling, ne, aus Papaya-Extrakt, dieses Puderpeeling, was die Haut oder welches die Haut porentief reinmacht und ohne Rubbel, Reibe, Partikel, also das ist wie gesagt in einer Puderform, die wird auf die Handfläche gegeben, etwas aufgeschäumt, aufs Gesicht aufgegeben, ein Enzympeeling, der wird nicht gerubbelt und gerieben. Lässt man einziehen, so 2 Minuten, und danach hat man ein sehr reines, cleanes, schönes Hautbild. Ohne Reizung ist er für jede Haut gedacht, also auch für eine Couperoshaut, also zur Rötung neigenden Haut. So, das ist jetzt, das sind acht Tütchen drin. Ich habe diese Tütchen, ein Tütchen zweimal benutzt, also für 16 Anwendungen. Gut, ich kann das gerne nochmal in die Infobox, aber ihr habt es ja euch ja auch schon. Oder manche Mädels haben sie sich auch schon bestellt, diese Maske, und sind ebenfalls begeistert. Nicht Maske, ja doch, es ist ja wie so eine Art Peeling-Maske. Man lässt sie ja drauf 2 Minuten. So, das ist jetzt mein kleines Aufgebraucht-Video-Ding. Ich finde das schon viel. Also, ne, wenn man so sich das so überlegt, was man zum Beispiel kaum aufbraucht, sind Lidschatten, ne? Wie soll denn das gehen? Höchstens, wenn sie eintrocknen, aber eigentlich, oder man braucht sehr, sehr lange. In diesem Sinne, ihr Lieben, wünsche ich euch wie immer das Beste. Seid besonders gut zu euch und zu eurer Haut und zu eurer Seele. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis bald. Ciao.